Herzlich willkommen in Kalifornien. Ich habe ein Fulbright-Stipendium für die University of California, Berkeley und studiere hier im Bereich maschinelles Lernen. Was ich jetzt zurzeit mache, ist, ich belege zwei Kurse, für die ich je eine Forschungsarbeit anfertige. Bei der einen Forschungsarbeit geht es darum, Fehler in Programmen auf eingebetteten Systemen zu finden. Die andere Arbeit, an der ich arbeite zurzeit, da geht es um dünn besetzte Matrizen. Ich gucke mir an, wie Materialien, die sehr dünn sind, sich elektronisch verhalten. Was machen die Elektronen in diesen Materialien und wie wechselwirken die mit anderen Teilen in diesen Systemen? Mir hat letztendlich Invented Chip 2011 den nötigen Anschluss gegeben, um mich in Aachen für ein Elektrotechnikstudium einzuschreiben. Bei Invented Chip bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit digitaler Hardwareentwicklung gekommen. Und das war schon sehr relevant dafür, für die Entscheidung, später Elektrotechnik zu studieren. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch den Verantwortlichen beim VDE, beim BMBF und vor allen Dingen auch den wissenschaftlichen Mitarbeitern in Hannover ganz herzlich bedanken für das tolle Programm, was sie damals aufgesetzt haben. Also für mich hat Invented Chip die Türen zur Festkörperphysik und der Oberflächenphysik geöffnet. Ich habe quasi dadurch den Einstieg in die Physik hinter den integrierten Schaltkreisen gefunden. Und es hat mir dann am Ende den Bereich geöffnet, der zweidimensionalen Materialien, mit denen ich mich heute beschäftige, hier am Lawrence Berkeley National Laboratory. Das Leben in Kalifornien ist sehr schön. Wir haben sehr viel Sonne, wenig Regen und es gibt sehr, sehr viele Freizeitaktivitäten, was man auch machen kann. Rundherum um San Francisco, im Süden vom Death Valley angefangen über Yosemite bis zu anderen Nationalparks im Norden, wo man viel wandern gehen kann und die Natur genießen kann auch. Von Berkeley aus kommt man sehr schön nach San Francisco, wo man sich die Uferpromenade und die Skyline anschauen kann. Aber dazu hat man natürlich nie Zeit. Erstmal möchten wir natürlich hier aus Berkeley ganz herzlich den diesjährigen Siegern gratulieren. Und es stimmt schon, dass der Wettbewerb einem viele Türen öffnet. Allerdings, um im Bilde zu bleiben, man muss durch diese Türen schon selbst durchgehen. Ich würde den momentanen Invented Chip-Siegern raten, setzen Sie sich Ziele, verfolgen Sie Ihre Ziele, auch wenn Sie manchmal Rückschläge erlangen, und suchen Sie sich gute Berater, die Ihnen anständige Tipps geben, denen Sie dann auch folgen.